Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Hallo zusammen, herzlich willkommen in meine Küche. Heute werden wir Pollo alla cacciatora kochen. Sehr lecker. Na dann, fang mal an. Fangen wir an! Für unseren Pollo alla cacciatora für zwei brauchen wir Sellerie, Karotte und Zwiebel, Hühnchen, Ober- und Unterschenkel 1 Kilo, Rosmarin, Lorbeeren, Knoblauch und Chili, ein Glas Rotwein, Cherrytomaten 400 Gramm, Petersilien, schwarze Oliven. Dann starten wir wie immer mit unseren Sofrito. Ich habe mich entschieden für Öl und Butter zusammen. Und dann kommt Zwiebel mal rein. Und wenn die Zwiebel so wie immer diese goldene Farbe hat, dann können wir mit unserer Karotte und Sellerie weitergehen. Unseren Sofrito sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt noch ein ganz kleines bisschen Öl noch reinmachen. Und dann werde ich jetzt das Fleisch reinmachen. Und dazu kommt dann noch, ich habe sie ganz fein geschnitten, das Knoblauch, das Rosmarin und unseren Chili. Und die zwei Alloro. Die Pollo alla cacciatora hat keine richtige Region. Es kommt eigentlich eher von Centro Italia, also Toskana, Umbria, Marche. Unser Fleisch hat jetzt hat ein bisschen gebratet, deshalb werde ich ein bisschen Salz drauf machen. Ich bin jetzt ganz kurz mit der Flamme richtig ganz hoch gekommen oder gegangen, weil jetzt kommt dazu das Rotwein. Ihr könnt aber auch Weißwein benutzen oder wenn ihr keinen Wein trinkt, dann könnt ihr auch Brühe benutzen. Ich habe mich für ein Salice Salentino entschieden und jetzt rein damit. So. Und ich gehe jetzt runter mit der Flamme. Nach ein paar Minuten ist das ganze Alkohol von unserem Wein ist dann weg und jetzt kommt dazu die Cherrytomaten. Ich habe mich für Cherrytomaten entschieden, aber man kann auch ganz normale Passata benutzen, also Tomatensoße, oder ihr könnt die gehackten Tomaten nehmen oder auch frische Tomaten. Das ist immer unterschiedlich. Ich habe die hier genommen und habe noch ein ganz kleines bisschen Wasser reingemacht und das kommt jetzt auch noch dazu. So, und jetzt kommt noch dazu die schwarze die schwarzen Oliven. Auch noch rein. Und das soll jetzt langsam kochen. Es wird noch ein bisschen Salz bestimmt noch dazu kommen, aber ich warte jetzt erst, dass es anfängt zu kochen. Deckel drauf und warte mal ab. Die Bedeutung von alla cacciatora ist nach Jägerart. Wahrscheinlich kommt das, weil in jedem Rezept, wo alla cacciatora steht, kommt da die Kombi von Rosmarin und Knoblauch. Dieses Rezept kann man auch mit anderen Fleischstücken machen. Jetzt ist bald Ostern, dann kann man es auch mit Lamm oder mit Kaninchen auch verwenden. Und weil es jetzt alles so schön kocht, hätte man genau die Zeit, um das Abo zu aktivieren und die Klingel noch dazu, dass ihr immer Bescheid weiß, wenn ein neues Video rauskommt. Und wenn dieses Video euch gefällt, dann Daumen nach oben. Dankeschön! Alles aus und noch dazu ein bisschen frischen Petersilien, den habe ich geschnitten. Das kommt noch rein. Na dann, lasst euch schmecken.